Ja, Johannes erzählt uns von diesen letzten Worten, die Jesus am Kreuz gesprochen hat. Tetelestai, es ist vollbracht. Und ich lade dich einmal ein, dir das vorzustellen, diese Szene dort am Kreuz. Dort hängt für einige wenige der Messias, der Christus, der Gesalbte, ihre Hoffnung. Der hängt da am Kreuz, blutig, zerschlagen, nackt. Und durch seine Hände und Füße sind Nägel geschlagen worden. Und so hängt er da. Und so wie er dort da hängt, spricht er auf einmal, es ist vollbracht. Nach menschlichen Maßstäben, was hat er vollbracht? 3 Jahre von seinem aktiven Dienst haben nicht viele Spuren hinterlassen. Einige wenige sind ihm nachgefolgt. Viele haben sich wieder von ihm abgekehrt. Er wurde verlassen von den Ängsten, verraten von seinem Freund, verspottet von dem Volk, zu dem er ging, um Heil zu verkündigen. Er wurde gekreuzigt, geschlagen und gefoltert. Nach menschlichen Maßstäben sieht es nicht so aus, als ob Jesus hier gerade an diesem Punkt irgendwas vollbracht hat. Aber was wir hier sehen dürfen, ist, dass Jesus diesen Karfreitag von dem Ostermorgen schon sieht. Dass er diese dunkelste Stunde schon von dem neuen Morgen aus betrachten kann. Und ich finde das so spannend, dass bevor er dieses sagt, diesen Satz, es ist vollbracht, lesen wir 2 Verse vorher, dass er auf einmal weiß, dass es vollbracht ist. Und was wir heute machen wollen, und das hat Claudia auch schon erzählt, ist einmal auch diesen Blick zu wagen, dieses Karfreitag, dieses unendliche Leid, unter dem Blick des Ostermorgens zu sehen und mit einstimmen zu können mit dem, was Jesus sagt, Tetelestai, es ist vollbracht. Dieses Wort Tetelestai ist ein ganz spannendes Wort, weil so viel Bedeutung drin steckt. Das heißt, es ist beendet, es ist ausgeführt, es ist ans Ziel gelangt. Es ist vollbracht, es ist vollendet, es ist bezahlt. Das Maß ist voll. Und all diese Bedeutungen schwingen in diesem ein Wort, was das Griechische kennt, Tetelestai, mit. Jesus' Leben findet hier gerade an diesem Punkt sein Ende. Wir lesen das, nachdem er dieses Wort ausgesprochen hat, sein Kinn auf seine Brust fällt und er noch diesen einen letzten Satz sagt, Vater, meinen Geist gebe ich in deine Hände. Die Qual und das Leid sind beendet. Aber nicht nur das Leben von Jesus findet ein Ende, sondern auch der Auftrag, den er ausgeführt hat vom Vater, findet hier ein Ende, wird ausgeführt, wird ans Ziel gebracht. Und das ist der Auftrag, den er von Anfang der Welt, von Gründung dieser Welt hatte. Das ist das, warum Jesus in diese Welt kam, als kleines Kind in einer Krippe. Diesen Auftrag, das Verlorene zu suchen. Diesen Auftrag, zu seinem Volk zu gehen und zu sagen, ich bringe euch gute Botschaft, ich verkündige euch Heil, ich sage den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Dieser Auftrag wurde von ihm ins Ziel gebracht. Und er war gehorsam bis zum Schluss. Und wir sehen in dem Neuen Testament, dass das kein einfacher Auftrag war. Jesus wurde abgelehnt. Im Garten Gethsemane, was Claudia vorgelesen hat, sitzt er auf den Knien und wir lesen, dass sein Schweiß wie Blut wurde und er sagt, ey Vater, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass dieser Karfreitag an mir vorübergeht, dass all die Folter und all die Qualen an mir vorübergehen, ey, dann bitte, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber bis zum Schluss war er gehorsam, weil er sagt, nicht das, was ich will, soll passieren, sondern das, was du willst, das will ich ausführen. Er hat diesen Auftrag bis zum Schluss in Gehorsam ans Ziel gebracht. Und zugleich hat er
Gottes Heilsplan für diese unsere Zeit, in der wir auch gerade leben, vollendet. Und indem er da an diesem Kreuz hängt und diese Worte spricht, passiert etwas, was die Welt noch niemals vorher gehört oder gesehen hat und was bis heute schwer zu glauben ist. Wir lesen das, dass das dann, nachdem er diese Worte gesprochen hat, der Vorhang im Tempel im Allerheiligsten zerrissen ist. Also das, was das Volk Israel getrennt hat von diesem hochheiligen Gott, was immer zwischen ihnen hing, das ist auf einmal zerrissen worden. Und was hier passiert ist, indem er sagt, es ist vollbracht, wird auf einmal dieser Weg freigemacht, dass wir Beziehung haben dürfen. Was Jesus hier sieht, das ist schon dieses Pfingstgeschehen, dass der Heilige Geist sich in seine Jünger hineinbeugt und auf einmal in ihnen lebendig wird. Der Weg ist frei und der Vorhang ist zerrissen. Und er, der schuldlos war, nahm ohne zu murren alle Schuld und alle Sünde der Welt auf sich und trug sie ans Kreuz in den Tod. Damit auch nachher das, was er selbst gesagt hat, vollbracht wird. Wir lesen das in Markus 10, 45, sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und mein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus hat es vollbracht. Er hat das Lösegeld für dich und für mich bezahlt. Ein für alle Mal. Er hat es vollbracht. Und das Maß ist voll. Es gibt nichts, wirklich gar nichts, was wir dazu tun können. Keine Frömmigkeit, keine Leistung, kein Gebet, kein jeden Sonntag in diesen Gottesdienst verlaufen. Es gibt nichts, was fehlt. Jesus hat dieses Maß bis zum Rand überfließend voll gemacht. Es ist vollbracht. Tetelestai. Jesus weiß, dass das Erlösungswerk Gottes in diesem Moment, in dem er diesen Satz sagt, vollbracht und vollendet ist. Und er kann es mit einem tiefen Frieden sagen, weil er weiß, dass dieses Kreuz eingegraben ist in der Erde, eingegraben ist in der Zeit. Und dass es nichts gibt, was das jemals rückgängig machen kann. Dass es nichts gibt in dieser Welt, was dieses Erlösungswerk von Gott jemals rückgängig machen kann. Dass es keine Macht dieser Welt gibt. Dass es keinen Teufel gibt, der es jemals ungeschehen machen kann. Dieses Kreuz steht für alle Zeit dafür, dass Gott gesagt hat, ich vergebe dir deine Schuld. Und Jesus sagt, hey, es ist vollbracht und es steht die Zeit hindurch, bis er schlussendlich wiederkommt. Hey, und du wirst dieses Kreuz finden in so vielen Wohnungen, in so vielen Gemeinden. Und viele haben sich das auch auf ihren Körper tätowiert. Und es steht einfach da als ein Symbol der Hoffnung. Es ist ein Symbol der Zusage. Und Jesus sagt, ja, es ist ein für alle Mal verendet. Und es wird keine Macht im Himmel und auf Erden geben, die das jemals ändern wird. Es ist vollbracht. Tetelestai. Keine Macht wird dieses Kreuz aus der Erde reißen und aus der Zeit. Das Erlösungswerk Gottes ist vollbracht und Jesus hat diesen Auftrag in Liebe zum Vater ausgeführt. Aber auch in der Liebe zu uns Menschen. Er hat sie vollendet und sie ist nicht am Ende. Jesus hat selbst gesagt, das größte Geschenk ist, dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Jesus nennt uns seine Freunde. Und es gibt nichts Größeres auf dieser Welt, als dass jemand wirklich sein Leben gibt, damit andere leben dürfen. Und das ist das, was hier am Kreuz vollbracht wurde. Das ist, was er hier in dieser dunkelsten Stunde eigentlich schon weiß, weil er das vom Ostermorgen her betrachten kann. Und hier am Kreuz ist für uns das Heil völlig und ganz zubereitet. Und ich sag dir eins, du kannst es dir nicht erkaufen. Du musst nichts dafür tun. Es ist geschenkt.
Nicht umsonst. Aber es ist geschenkt. Und wenn du dieses Geschenk annimmst, dann kann ich dir sagen, es wird dein ganzes Leben kosten. Aber dieses Angebot, das ist umsonst. Und das ist dieser Zuspruch in der Dunkelheit. Und das ist Hoffnung in dunkelster Nacht. Und dass wir dafür nichts tun müssen, das finden wir auch in dieser Erzählung oder in diesen Erzählungen in den Evangelien. Da sind links und rechts von Jesus zwei Sünder, zwei Schächer am Kreuz, nennt man sie, mitgekreuzigt. Und der eine, der verspottet Jesus mit und sagt, wenn du wirklich der Messias bist, wenn du wirklich der Christus bist, wenn du wirklich der bist, der du behauptest, ey, dann hilf dir und dann hilf uns selber. Und wisst ihr, was der andere sagt? Er weist ihn zurecht und sagt, hey, wir beide hängen hier zurecht. Aber dieser Jesus, der ist umsonst, der hängt hier schuldlos. Und er sagt zu Jesus, lass mich heute mit dir im Paradies sein. Der Erste, der im Himmel ist, ist ein Sünder. Der Erste, der im Himmel ist, ist der, der es eigentlich verdient hat, da zu hängen. Und Jesus sagt, es ist vollbracht, ein für alle Mal ist dieser Weg frei. Und das ist das, was ich dir und uns heute zusprechen will. Deine Schuld ist bezahlt. Und es gibt nichts, was du dazu tun kannst. Du kannst es dir nicht erkaufen. Du kannst es dir nicht erschummeln. Ein für alle Mal ist diese Gnade ausgegossen worden dort am Kreuz. Und Jesus sieht das und darf das sehen vom Ostermorgen her. Und deswegen sagt er, es ist vollbracht. Tetelestai. Amen.